und herzlichen guten Morgen von Commander Jensor aus dem nebligen Berlin. Ja, nebligen Berlin. Und mit einem weiteren Audioversuch, weil, was ist denn hier los? Wer baut denn immer diese Kapuzen an diese Pullover ran, ey? Kann man, ja, also ich bin da. Einen weiteren Audioversuch heißt, dass ich, ja, eine kleine Episode. Es gibt ja die Firma Rode. Die Firma Rode ist wohl so eine australische Firma von ziemlich geilen Stage-Mikros und sowas. Also professioneller Bereich. Da kann man richtig geile Aufnahmetechnik kaufen, aber anscheinend nicht im Segment von 60 Euro. Denn das Rode-Mikrofon, was ich mir gekauft habe, was ich zusammen mit meinem Telefon betreiben wollte, Telefon als Audioaufzeichnung, Rode-Mikrofon als Endgerät, was ich hier oben an die Sonnenblende pappe. So, der Effekt war, das Ding hat monstermäßig gerauscht und irgendwie war überhaupt nicht zu gebrauchen. Und dann dachte ich mir so, probierst du doch jetzt mal spaßhalber aus, ob wenn du dein Handy einfach hinter die Sonnenblende klemmst und mit dem Handy und einer geilen App das Audio aufnimmst. Und siehe da, die ersten Versuche waren vielversprechend und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen Augen tausendmal besser als dieses scheiß Kameramikro. Und diese Geschichte mit dem Kopfsteinpflaster, die hat mich ja total wütend gemacht. Also ich meine, wieso muss denn eine Kamera dann machen, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt? Die kann doch Kopfsteinpflaster aufnehmen, so wie es, naja, egal. Da sind wahrscheinlich Schrottmikrofone drin. Das ist, glaube ich, bei einer GoPro besser. Also da hast du, glaube ich, bei einer GoPro einfach, ja, das ist, glaube ich, cooler. Egal. Was gibt's noch am Wochenende, VOTT oder so, Privatleben? Technisch bin ich, glaube ich, durch. Ich habe am Wochenende die Kinder nicht und habe mir auch mal überlegt, lieber Nexus, auch an dieser Stelle nochmal. Es ist keine Absicht, dass ich dir immer absage, aber es ist halt echt, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr so eine Sache wie mit einem YouTube-Channel irgendwie aufbaut und selbst wenn ihr auch nur 500 Abonnenten habt, ihr seid natürlich derjenige, der in-game ständig anschreibbar ist. Und das ist völlig in Ordnung. Aber da sind halt dann diverse Fenster offen. Und ich habe da irgendwie so den Anspruch, dass ich mir denke, ey, ich bin ja ein freundlicher Mensch, ich sollte dann ja auch antworten. Und dann versuche ich auch zu antworten. Und dann kommen da immer zigtausend Leute, die Zug fahren wollen. Und dann habe ich irgendwie Leute, mit denen ich schon ganz viel Zug gefahren bin. Und da macht es dann natürlich auch am meisten Spaß und mehr Spaß als von Leuten, die man noch nicht so kennt. Obwohl es natürlich auch gut ist, andere Leute kennenzulernen und mit denen Zug zu fahren, weil es immer Überraschungen gibt. Und als auch immer, also was ich sagen wollte, ich habe die Kids nicht am Wochenende und ich habe ein bisschen Zeit und deswegen werde ich, wenn ihr mich anschreibt, mit euch Zug fahren, auch überhaupt gar kein Problem. Aber es ist festzustellen, es ist kein böser Wille. Ja, das will ich nochmal betonen, sondern es ist einfach, manchmal ist es auch so, dann, ich habe ja mit meinen Leutchen da irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe und dann ist es so, Feierabend, man macht den Rechner an und dann kriegt man die ersten WhatsApps, ja, komm mal on, fahr mal Zug, so, und dann ist der Zug halt voll, weil der Zug halt nur mit 3 Leuten zu füllen ist und nicht mit 30. Und insofern, ja, dies nur dazu. BOT, ich habe ja gerade Turmspitze Badget. Hab die Badget ja wieder ausgepackt und och, ey, die Badget, alle Leute sagen mir so, ja, OP-Panzer, total geil, da kannst du sowieso total OP, Scheißdreck. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht der allerschlechteste Spieler, aber ich kriege, die Badget ist digital, sage ich immer. Also 0 oder 1, Entschuldigung. Das heißt, entweder sie ist mördergeil und macht auf jeden Fall über 4000 Schaden oder du kommst halt einfach irgendwie überhaupt nicht zum Zuge und überhaupt nicht zum Zuge kommen heißt, du schaffst es noch nicht mal ein Magazin zu verwandeln. Und so habe ich es jetzt auch geschafft von meinem Durchschnittsschaden von 2,2, den ich mal hatte auf der Badget, jetzt in der Turmspitze, wo irgendwie alles kryptisch ist und sowas, teilweise Verliererstatistiken hinzulegen, wo man sich nur die Ohren und die Augen zuhalten kann. Und jetzt bin ich auf 1800 Durchschnittsschaden abgerutscht, was denn da, nicht schlimm, aber was denn da zeigt,
Die Badget funktioniert bei mir im Moment überhaupt nicht. Aber ich habe die 50 Siege und unter den besten 10, das habe ich jetzt voll. Und jetzt habe ich diese persönlichen Reserven bekommen, die ich ja haben wollte. Und der Rest ist mir jetzt kann die Badget erstmal wieder in die Garage und dort versauern, weil sie macht mir dann doch wiederum nicht so viel Spaß, wenn man das nicht gebacken kriegt. Ne? Also, aber was mir total Spaß macht, ist der 8er Goldtank der Amerikaner, der mit dem American Skin T25E5, mit diesem Namen, mit diesen kryptischen Kacknamen, naja, ihr wisst es auf jeden Fall der wahrscheinlich zum Unabhängigkeitstag lackierte amerikanische Goldtank. Der macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es mit diesem harten Turm einfach... Ich hab mal ein paar Spiele zusammengespielt und werde mal auch nochmal von einem Abonnenten was zusammenschneiden, weil das ist echt... Da bounste auch echt easy peasy mal 8er, 9er Tanks. Und wenn dann, wie die eine Runde, die ich neulich hatte, die fand ich wieder so episch, weil, also, müsst ihr euch mal überlegen, ihr steht an einer Ecke und es ist klar, dass ihr einen harten Turm habt. Und die Gegner sehen das, sie bouncen, jeder ungefähr ein bis zwei Mal. Spätestens da sollte jedem in-game klar sein, oho, alles klar. Entweder ich lade jetzt auf HE um oder ich muss den mal rushen. Weil wenn da einer sich Huldown verschanzt hat, dann kann man natürlich das ganze restliche Game dem XP-Pinata spenden. Aber das ist nicht sinnvoll, sondern man muss dann überlegen, selbst wenn man nicht im Team fährt mit den anderen, wenn man den Ton angibt und vorfährt und zeigt, ey, ich rushe den jetzt, dann sind ganz viele von den anderen, da fährt einer vor, da wird jetzt einer gerusht, yeah, ich mach mit. Weißt du, dieser Lemming Train, das kann man auch selber initiieren. Und gut, haben die Jungs bei mir aber nicht gemacht. Oder das Geile war, sie haben es gemacht, aber nur so ganz zögerlich. So, ah, warte mal, ich rushe ihn oder ich rushe ihn nicht. Ach, warte mal, ich könnte ihn rushen. Oh, verdammt, ich habe wieder einen. Und so konnte ich die Jungs dann irgendwie, ich glaube, ich habe die 5 Kills, die ich da gemacht habe, komplett an der einen Ecke gemacht. Weil, und habe 3/4 meiner Hitpoints verloren, aber habe dabei auch 4000 Schaden gemacht. Und so werden Ecken gewonnen. Und liebe Enemy-Tanks, liebes Gegnerteam, so verliert man ein Game, indem man einen blöden Achter, den man innerhalb von 20 Sekunden zu 5 rausgeknuspert hat, egal ob man ein Cromwell ist oder nicht, so gewinnt man Ecken. Und ja, es lebe Random, weil Random, nur in Random ist sowas möglich. Also wenn, wenn wir, selbst wir mit unserem bescheidenen Skill, wenn wir irgendwelche Ecken fahren und da steht ein einzelner Tank oder ein vermeintlich einzelner Tank oder ein schwächerer Tank irgendwie so, dass man ihn da nicht rauskriegt und der stört, dann, ja, dann kann man da natürlich was gegen unternehmen. Naja, auf jeden Fall sehr lustig. Die nächste sehr lustig... Oh, Jungs, ey, was ist hier schon wieder für aggressives Fahren angesagt? Die zweite lustige oder nicht so lustige Sache erzählt er von der Badchat, von den Runden, die alle konsequent in die Hose gingen. Und da waren auch so Runden bei 2 Artis übrig. Muss ich direkt mal gucken, ob ich daraus auch nochmal einen Lern-Let's Play mache, weil es so charakteristisch für ein klassisches Let's Fail der unseres Teams war. Also ich war tot, ich hatte auch gefailt. Ich glaube, Epix war auch tot. Der hatte auch gefailt. Aber wir hatten noch ein Light und 2 Artis. Und es war ein EN100 übrig. Und dieser EN100 stand jetzt im Cap. Und was macht der Light? Also ich meine, schon ein guter Ansatz. Er wollte spotten und er spottete. Aber er spottete so und flüchtete so, dass der EN100 ihn nachher rausknipsen konnte. Und dann hatten echt... Und dann waren die 2 Artis übrig und das haben wir ja mit Ace auch schon mal gemacht. Wenn eine schnelle Arti und eine langsame Arti ist, dann muss halt die schnelle Arti spotten oder halt eben die Arti, wo es sinnvoller ist, weil sie mehr Schaden macht. Weil so, du musst dann halt, wenn du nur noch zu zweit bist und du hast eigentlich keinen Scout mehr, der spotten kann, dann musst du es halt irgendwie verdammt nochmal selber machen. Irre.
Aber es haben die nicht geschissen gekriegt. Also der Scout war dann gestorben, die Artis haben sich dann irgendwie auch noch dämlich angestellt und am Ende war dann, glaube ich, nur noch die 9er Arti übrig. Die 9er Army Arti, glaube ich. Und naja, was willst du? Wenn du als Arti im bewaldeten Gebiet einen EN-100 aufspottest, dann bist du meistens so nah dran, dass du dann auch im Arsch bist. Also insofern schwierig, schwierig, schwierig. Ja, was war noch? Die Bedchat, das war, ach ja genau, am Wochenende sollte persönliche Reserven, also ich kann es nicht so, ich habe den Eventkalender gelesen, so flüchtig. Ich glaube, das sind die Dinger, wo du Cola-Kisten und den ganzen Scheiß günstiger kaufen kannst. Wo ich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, auch zu übergegangen bin. Diese Cola-Kisten und diese Sushis und dieses extra Croissants und den ganzen Gedöns, mir zu kaufen, weil man merkt es schon irgendwie, dass das Ding, also ich merke es immer so, die Tanks, die ab und zu mal snapshotten können, die sind plötzlich mit diesen Cola-Kisten und den Grödel sind die echt wahre Snapshot-Monster. Und ja, das ist eigentlich eine coole Sache, weil die kosten dann ja verbilligt nur noch 10.000. Und gerade wenn man mit den beiden Goldtanks und so, mache ich es jetzt auf jeden Fall, weil das halt, na ja gut, man kann nicht sagen, dass man es auf jeden Fall macht. Weil ihr verliert ja den einen Slot, wo zum Beispiel der Feuerlöscher drin ist oder, ja, oder das Health Kit oder Rep Kit. Und ich sag mal, auf ein Rep Kit kann man grundsätzlich nie verzichten. Feuerlöscher schon noch eher, wobei es auch dann, naja, das war die Badchat ohne Feuerlöscher gespielt, war dann bei mir immer so, dass ich gebrannt habe. Also es war dann, und das tut weh, wenn man da sitzt und alle denken so, oh, was ist das für ein Bob? Der hat keinen Feuerlöscher dabei. Ja, das ist nicht schön. Ja, diese Spiele werde ich euch mal kredenzen am Wochenende, weil das fand ich interessant und das Scout und Arti-Spiel war lehrreich. Und die, da würde ich mal sagen, wir treffen uns, wir machen jetzt keinen Kopfsteinpflaster-Test mehr, weil ich muss mir jetzt erst nochmal einen Kaffee und ein belegtes Brot besorgen. Und das macht man am besten bei Bäckerei Mann. Kann ich nur empfehlen. Oh, jetzt ist hier, Alter, meine Parkstraße hat ist plötzlich zu einer Einbahnstraße geworden. Jetzt müssen wir gucken. Aber da müsst ihr nicht mehr zu Parkplatz suchen, müsst ihr nicht mal. Also, macht's gut. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld am Wochenende. Peace out! Ja, eins, ich muss doch mit euch doch nochmal einen Kopfsteinpflaster-Test machen. So können wir doch nicht auseinandergehen. Ja, nebenbei Bäckermann. Bäckermann, mega lecker, mega lecker, mega lecker. Gute Laune Brötchen. So süße Franzbrötchen. Hammermäßig. So richtig lecker. Und, jetzt Moment. Fußgänger! Kopfsteinpflaster incoming! Das wäre wieder eine schöne Idiotenaktion. Prolo! Weil unter der Brücke, hier Innsbrucker Platz, unter der Brücke durchzuheizen macht immer tierisch Spaß, weil es so geil schallt und alles. Aber das Problem ist, man muss dahinter an der Ampel bescheuert bremsen. Und dann, Dankeschön. Und bescheuert bremsen. Egal, Kopfsteinpflaster! Boah. Hier wackelt nur der Navi-Ring. Warum wackelt der Navi-Ring? Ah, das klingt gut. Also für mich zumindest. Oder vielleicht. Wir werden es erleben. Mikrofontest, Tiefgarage beendet. Peace out!